So, hi, für die, wo Lust haben, hier zu wissen, was der Imker mal macht, wenn er nicht bei seinen Bienenstöcken ist. Also es gibt hier doch jede Menge zu tun. Wir gucken hier auf meine Kratzwerkstatt. Ihr seht, hier ist alles voll mit Rähmchen. Das sind die ausgeschmolzenen. Die werde ich jetzt gleich durchkratzen und vielleicht auch gleich mit einer Mittelwand bespannen. Das werden wir noch sehen. Dann habe ich hier die Naturrähmchen, teilweise leer. Die gehören jetzt hier auch abgeschnitten. Das Wachs wird eingeschmolzen. Der Rest wird gekratzt und dann wird auf Stabilität geschaut. Vielleicht haben wir hier ein eiernes Rähmchen, wo man nachspannen muss und nachjustieren mit einer Stellschraube. Ich habe hier die Begattungskisten. Die werden heute jetzt noch ausgekratzt mit dem Stockmeißel, also hier mit dem tollen Zauberwerkzeug. Wird hier alles rausgekratzt, Propolis sowie Wachsreste. Und dann wird es gewaschen mit normalem klarem Wasser und dann wird es eingelagert. Hier sind die Trenngitter, die ihr vielleicht noch von dem Video kennt, wo wir die doppelte Fangwabentechnik gemacht haben. Die haben hier doch ziemlich heftige Propolisränder bekommen. Das landet auch alles im Dampfwachsschmelzer. Das heißt, es wird auch ausgekratzt. Hier habe ich noch zwei alte Home, oder die neuen Home Hives sind es ja eigentlich. Die Bienen wurden vereinigt und was bleibt übrig? Zum Beispiel hier eine Kiste mit vermutlich noch zwei Brutwaben, wo ich den Bienen nicht geben wollte, wegen zu hoher Varroabelastung. Auch die werden, ja, da sind sie, die werden ausgeschmolzen und vor allen Dingen sauber gekratzt. Ja, das Schöne ist immer bei meiner selbstständigen Imkertätigkeit, ich bin ja ein freier Mensch, was das angeht. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich eine schöne Musik, eine entspannende Musik reinmachen, vielleicht irgendwas Klassisches auf 443 Hertz. Oder ich höre mir den Clean Evidence, mein Kollege Sebastian Wiegand an, der ja auch die Akustik und die visuelle Sache von Permabies macht. Hier ist so mein Lieblingsplatz. Freue ich mich immer, wenn ich hier bin. Es riecht so lecker nach den Bienenwachsklumpen. Hier oben ist das Altwachs. Hier unten ist das ganze Frischwachs von diesem Jahr. Hier geht es dann auch gleich weiter. Mann, habe ich hier viel zu tun. Das kann ich jetzt vielleicht gleich fürs Video machen. Das ist auch eins meiner Lieblingsarbeiten. Eigentlich ist alles meine Lieblingsarbeit. Imkerei ist einfach geil. Es macht Spaß. Das Gas anmachen. Zack. Oh. Wieder ein paar Haare weg. Ha. Kann auch mal passieren. Jetzt riecht es halt nach verbrannten Haaren. Also der Dampfwachsschmelzer. Da ist noch so viel zu tun. Das wird jetzt alles ausgeschmolzen. Das ist ja mein Frischwachs. Da werde ich mich jetzt gleich beeilen müssen, dass hier das nächste Frischwachs auch noch fix reinkommt. Ich habe hier die Eimer vom Bienenvolk zurück. Die werden jetzt auch ausgewaschen und ausgebürstet, zum Abtrocknen hingestellt. Später habe ich hier eine ganze Kiste. Das sind die Waben, wo ich nicht einlagern kann und wo es sich leider halt auch nicht lohnt, das dann Bienenwirt zu geben. Es ist zu wenig Zucker oder es ist schon zu wässrig. Deswegen wird es auch eingeschmolzen. Ja, vielleicht habe ich auch im Garten noch was zu tun. Das weiß ich jetzt aber noch nicht, ob ich da Lust drauf habe. Schön. Ja, hier wird auch noch was zu machen sein. Das ist mein Lager. Da oben steht ja, stehen die ganzen leeren Kisten und vollen Kisten für die nächste Saison. Hier Zuckerwasser wird auch noch verfüttert. Hier der Tisch wird noch aufgeräumt. Das Auto ist noch voll. Ja, wir haben heute, um da auch gleich Werbung machen zu dürfen, den Apfelsaft von Permabies pressen können. Da gehe ich zu meinem Kollege. Der Saftsegel, die mobile Mosterei. Viele Grüße an den Jörn Brauer, um hier Werbung für dich machen zu dürfen. Ein ganz toller ja, Laden, wo man seine Äpfel hinbringen kann. Er selber hat auch eine sehr ökologische Apfelwiese, wo er das dann auch vermarkten tut. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja mal eine Zusammenarbeit mit Bivital, Permabies und Saftsegel. Schauen wir mal. Also hier habe ich ja auch noch diese Begattungseinheiten, wo ich noch auskratzen muss. Hier ist noch eine Kiste drin mit den Honigwaben, die auch teilweise leer sind, ausgeschmolzen werden müssen. Ja, ein Tag im Leben des Imkers.
Ich hoffe, ihr habt auch so viel Freude mit eurer Arbeit. Ciao!